Danke schön, Frau Vizepräsidentin, geschätzte Kollegen. Ich möchte zu unserem Antrag keine gendersensible Sprache im Schulunterricht mich dazu äußern. Und zwar geht es um ausufernde gendersensible Sprache. Und es geht um den Hintergrund der Lesbarkeit in der Schule dieser Texte. Und es geht vor dem Verständnis für Kinder mit Migrationshintergrund und für mehr Verständnis für sehbehinderte Menschen. Und ich möchte das ein bisschen erläutern. Aber im Vorfeld möchte ich Ihnen gerne zwei Lesebriefe vorlesen, da ich zitieren darf, geschätzte Frau Präsidentin. Ein Lesebrief von einem Dr. Viktor Bauer aus Wien, der geschrieben hat: Am stärksten leidtragend sind die Schulkinder. Zwar beherrscht nur noch ein kleiner Teil nach 8 Klassen Schule wirklich deutsche Grammatik. Dafür haben sie schmerzhaft gelernt, dass sie ohne sprachfremde Doppel- und Dreifachformulierungen keine positive Note auf ihre Schularbeit erwarten können. Abschluss, ein trauriges Ergebnis der Bildungspolitik, die oft mehr ideologisch als sinnvoll geprägt ist. Ein weiterer Leserbrief, der in der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht wurde: Gendern erschwert Lesen und Sprechen. Die deutsche Sprache wird durch Gendern zunehmend aufgeblasen und oft kaum mehr verständlich und leserlich. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel bezeichnete dieses unsinnige Gendern als Blähdeutsch und die renommierte Neue Zürcher Zeitung rief zum bürgerlichen Ungehorsam auf. Dagegen, dass dieser Sprach- und Sprechunsinn den Bürgern aufdoktroyiert wird und keine sinnvolle Grundlage hat. Keine einzige Frau verdient dadurch mehr oder hat dadurch bessere Karrierechancen. Und dann möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt erläutern, den ich zuerst angesprochen habe, betreffend Behinderten- und Sehbehinderten-Community. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Deutschlands kritisiert das Gendern aus folgendem Grund. Die Gendersprache gibt sich inklusiv. Sie will Frauen und Diverse inkludieren, aber sie exkludiert manche Behinderte. Der Deutsche und Blinden- und Sehbehindertenverband hat denn auch seine Bedenken gegen so manche Gendermutation angemeldet. Und in einem Positionspapier heißt es dort: Gendern durch Sonderzeichen und Typografie, Beispiele Mitarbeiter-Innen, Mitarbeiter-Binnenstrich-Innen, Mitarbeiter großgeschrieben innen, Mitarbeiter mit Stern-Innen, Mitarbeiter-Doppelpunkt-Innen ist nicht zu empfehlen. Die Geschäftsführerin Andreas Bethke, darf ich noch einmal zitieren, sagt Folgendes: Wenn blinde und sehbehinderte Menschen Texte lesen, findet das in erster Linie über das Hören statt. Egal, ob auf dem Computer etwas vorliest, ob es die Arbeitsassistenten sind oder ein Mensch aus der Nachbarschaft. Für uns ist das gehörte Wort wichtig und deshalb wünschen wir uns Klarheit darüber, wie ein Text vorzulesen ist. Und vor allem der Gender-Doppelpunkt wird abgelehnt. Gründe sind Probleme beim Vorlesen, sei es durch einen Computer, durch eine Person. Also es gibt mehrere Gründe, warum man mit der übertriebenen Gender-Sprache vorsichtig sein sollte. Und wenn Sie es schon nicht uns zuliebe tun, bitte machen Sie es für die Kinder in der Schule, die sich schwer tun, für die Kinder mit Migrationshintergrund und auch für die Menschen mit Sehbehinderungen, wie ich davor ausgeführt habe. Danke.